Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Seasons After Fall. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir werden wohl, soweit ich mitgekriegt habe, wieder einen kleinen Fuchs spielen. Und ja, schauen wir mal rein. Sieht auf jeden Fall schon ganz hübsch aus. Okay, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aha. Kläffen. Ah, wieso Kläffen? Okay, da geht es nicht lang, also müssen wir die andere Seite nehmen. Ich denke mal, dass das richtig ist, dass wir die Sachen hier zerstören. Nee, ich dachte, da würde noch eins sein, aber weiter komme ich gar nicht. Gerade weitergetrieben worden. Ich weiß nicht ganz genau. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Okay, alles schwimmt nach da, dann. Nö. Wir müssen entgegengesetzte Richtung. Was gar nicht so einfach ist, wenn man überall gegendonkt. Na, 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 na. War das richtig? Scheint so. Ich dachte gerade, oh Gott, hat sie uns gefressen? Oh.
Oh, bei mir im Büro ist es arschkalt. Da bist du ja endlich. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen mit dem Aufwachen, kleine Knospe. Wenn die Hüter jetzt hier wären, würden sie dich sicher ermahnen. Wenn du weiterhin so viel schläfst, wirst du dich eines Tages in deinen Träumen verlieren und niemals wieder erwachen. Ja, genau das hätten die Hüter dazu gesagt. Aber du hast Glück, denn heute bin ich es, die dich empfängt. Und ich bin sehr viel jünger als sie. Daher werde ich dir keine Strafpredigt halten. Ah, unser zweiter Gast ist früher angekommen als erwartet. Sehen wir nach, wer es ist. Kleine Knospe, zur Feier dieses besonderen Tages präsentiere ich dir dein Geschenk. Sorry, Leute. Ich habe aber das dumpfe Ge... Gefühl, dass die Stimme so leise war. Oh, ein wilder Fuchs. Oh, das ist wohl besser als nichts. Mir wäre ein Tier lieber gewesen, das etwas schlauer ist. Etwas hübscher. Ein Wolf zum Beispiel. Ja, Wolf. Aber gut. Weißt du was? Ist nicht so schlimm. Wir machen das Beste daraus. Wolf ist schon ganz nice. Stimmt, ziehe ich einem Fuchs auch definitiv vor. Obwohl ein Fuchs... Nähere dich ihm. Na los. Hab keine Angst. Sehr schlau ist. Vorsichtig. Die Stimme ist super. Von der Dame. Sehr angenehm. Schade, dass ich es gerade am Anfang zu leise hatte. Es tut mir leid. Hey, nicht zu nah. Du erschreckst ihn noch. Er ist es, der auf dich zukommen muss. Ja. Gut, genau so. Und jetzt locke ihn ins Zentrum des Heiligtums. Ah, guck mal. So ist's gut. Bis in die Mitte. Ich darf aber nicht allzu weit weggehen, sonst... Noch ein kleines Stück. Wie schwächlich dieser Fuchs doch ist. Komm schon, wir werden dich nicht fressen. Perfekt. Rühr dich nicht, kleine Knospe. Ich kümmere mich um den Rest. Jetzt hast du einen Körper und kannst den Hütern der Jahreszeiten einen Besuch abstatten. Ich habe keine Wahl. Ich muss hier bleiben. Nun, wo sollen wir beginnen? Ah ja, ich weiß es. Wenn du den Pfad nach Osten betrittst und dich bis jenseits des hohen Grases vorwagst, wirst du den Waldsaum entdecken. Dort befindet sich der Hüter des Winters. Er besitzt etwas, das ich brauche. Und nur du kannst es für mich besorgen. Du wirst verstehen, um was es sich handelt, sobald du es siehst. Ich will dir die Überraschung nicht vorwegnehmen. Ich bin ein bisschen begeistert von dieser Stimme. Ist das Osten? Ich denke. Oh, wir sind ein Fuchs. Oh, wie geil. Ich liebe sowas. Hey! Aha, wir können bellen. Doin, 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 doin. Oh, so niedlich. Und ihre Stimme ist so sanft. Ey, die... Boah, die klingt wie Seide. Oder wie Samt. So samtig. So. Oh. Geh schon, kleine Knospe. Lauf und spring. Erfreue dich deines neuen Körpers. Du kannst dich nicht verlaufen. Ich werde stets ein Auge auf dich haben. Okay. Guck mal noch, ob ich hier irgendwas... Ich kann nichts außer bellen.
und Blumen zum Blühen bringen. Hui! Oh. Na, die bringen wir auch mal schnell zum Blühen. Zack, hier noch hoch. Dum, dum. Ja, ganz so hoch kann ich nicht springen. Da wird es dann auch ein bisschen schwierig. Ah, ich kann auf die... oh, jetzt... Ach, scheiße, jetzt habe ich mich nicht konzentriert. Auf die Blumen. Drauf und dann rüberspringen. Versuchen wir das nochmal. Na, okay, so geht das nicht. Hui. Okay, und zack. Roll dich aus. Ah, nein. Ich hab gezögert. Ah, nein. Ich dachte, okay. Ich krieg das nochmal hin. Doing. Doing. Ich weiß auch übrigens nicht, wie lange dieses Spiel geht. Ich habe keine Ahnung. Wald der Vorfahren. Oh, wie süß. Okay, wir wissen. Siehst du die Totems auf dem Weg? Es war der Hüter des Winters, der sie erschaffen hat. Etwas seltsam. Allerdings. Aber gut, mit so großen Tatzen ist das auch sicher nicht so einfach. Sprich ihn bitte nicht darauf an, wenn du ihn siehst. Das könnte ihn kränken. Mit so großen Tatzen? Wer ist denn der Hüter des Winters? Sag nicht, das ist hier ein Bär oder sowas. Der Hüter schläft gerne zwischen seinen Totems. Folge ihnen, dann findest du sicher seinen Unterschlupf. Ah, das war... Was haben wir denn hier? Ach, hi. Was ist das denn da für ein Ding? Ist das der Hüter? Sieht nicht so aus, oder? Ich kann hier aber auch nicht rauf. Ich weiß noch nicht so wirklich, was dieses Spiel von mir möchte. Okay, so kann ich wieder zurück. Komische Sachen hier. Ich hätte gerne mal eine Info, was ich tun soll. Wie weit ich noch laufen muss. Ja, hier ist jetzt Ende. Das habe ich jetzt auch mitgekriegt.
Der ist, es ist ein Bär. Ich hatte recht. Also putzig. So putzig. Oh je. Jetzt macht der Haie. Da. Tatsache. Und jetzt müssen wir dem Licht folgen. Gut, das kriege ich hin. Das wird ja nicht so schwer sein. Ich fühle, dass du auf dem Rückweg bist, kleine Knospe. Mit dem Fragment des Winters. Ich glaube, dass es mit dir kommunizieren will. Wenn du kläffst, reagiert es vielleicht. Du kannst auch zweimal kläffen, wenn es ein wenig schwerhörig ist. Aha. Was ist denn jetzt? Ja, es ist Winter. Okay, cool. So langsam verstehe ich. Also wir können noch nicht direkt am Anfang alles. Sondern es ist anscheinend auch jahreszeitenabhängig. Oh. Nee, das brauche ich aber. Okay. Mhm. Oh ne, hier kann man nichts ändern. Schade, ich hätte gedacht, dass ich das hier jetzt, dass das jetzt hier anders aussieht. Du hast mich wirklich beeindruckt. Du warst schneller, als ich dachte. Und das trotz des Fuchses. Was wieder einmal zeigt, dass man nicht nach dem Aussehen gehen sollte. Das Fragment steuert das Heiligtum an. Verliere es bloß nicht aus den Augen. Also das sowieso nicht. Man sollte niemals nach dem Äußeren gehen. Bringen wir mal eben den Winter hier hin. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich zum Herbst. Wir sind wieder in der Bucht, an der Bucht. Und, oh Gott. Nein. Ah. Scheiße. Gut, ich könnte natürlich jetzt auch wieder Sommer machen, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, wie das hier alles im Winter aussieht. Aha. Hat irgendwas gemalt? Weiß aber nicht was. Ich nehme an, dass der Hüter des Winters dir nichts gesagt hat. Das muss man ihm nachsehen. Er ist immer so müde.
Und ein wenig miesepetrig. Aber das bleibt unter uns. Wegen seines üblen Charakters vermeiden es die Tiere sogar, in diesen Wald zu kommen. Ah, da bist du ja endlich. Okay, das ist viel zu laut. Ah, da bist du ja endlich. Es geht gar nicht anders. Habt ihr den Unterschied jetzt gehört? Ich dachte erst so, oh, komm, Stimmen doch noch zu leise eingestellt. Aber wenn ich die lauter mache, boah, kriegst du ja... Also ich zumindest... Weißt du, die Hüter können sehr weise erscheinen. Aber vor allem sind sie unglaublich alt. So alt, dass sie manchmal ziemlichen Unsinn reden. Ich meine, es ist ein Segen, dass sie hier sind und die Fragmente schützen. Nur sie müssen auch lernen, sich von ihnen zu trennen. Spuck aus! Yay! Okay, machen wir nochmal. Yep. Ja. Nein. Dann muss Dingens passieren. Sommer. Okay. Jawohl. Ich dachte gerade, ich brauche nicht steuern. Sieh mal, kleine Knospe. Das Fragment ist bereits an seinem Platz. Es erwartet dich. Geh in die Mitte. Los, hab keine Angst. Wenn ich könnte. Wenn ich könnte. Gut, ich muss dich jetzt vom Fuchs trennen. Nein! Das Fragment kann bei der Verschmelzung recht heftig reagieren. Ich werde gut aufpassen, aber es ist dennoch ein gefährlicher Vorgang. Es wäre klüger, wenn sich der Fuchs abseits hält. Wow, es ist schon lange her, dass wir hier Schnee zu sehen bekommen haben. Jetzt ist es wirklich Winter. Na sowas, da haben wir ja jemanden, der Zeremonien nicht mag. Du solltest wieder Besitz vom Fuchs ergreifen, bevor er davonläuft. Na, wenn er davonläuft, ist das Spiel vorbei. Eieiei. Wo ist er denn? Hör mir gut zu, kleine Knospe. Es gibt 4 Jahreszeiten und 4 Hüter. Wenn du dich mit den anderen Jahreszeiten verschmilzt, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Aber dafür brauchen wir die Fragmente. Der zweite Hüter bewohnt einen Sumpf, etwas weiter weg im Westen. Aber ich sollte dich warnen. Diesem hier kann man sich nicht so leicht nähern. Also sieh zu, dass du unauffällig bleibst. Unauffällig? Im Sumpf. Oh, wie geil. Hey, es ist gefroren. Ich liebe sowas. Sehr nice. Wo willst du denn hin? Das ist nicht der Weg zum See. Geh zurück und biege bei den Kiefern links ab. Bei den Kiefern links ab? Also, ich kann hier nicht links abbiegen. Ich kann nur hier runter. Ja, da lang. Genau.
und jetzt geradeaus weiter. Ja, sehr gut, aber das ist nicht links, Mädchen. Das ist nicht links. Das ist geradeaus unten durch. Und wir sind am Teich. Weißt du, kleine Knospe, es mag zwar nicht so aussehen, aber ich beneide dich. Ich wäre auch gern imstande, umherzulaufen, den Wind zu spüren und das Eis unter meinen Pfoten. Aber das kann ich nicht. Nicht, bevor wir alle Fragmente beisammen haben. Wir brauchen sie, wenn wir das Ritual ausführen wollen. Das kommt dann da raus. Das Ritual der Jahreszeiten. So nennen es die Hüter. Eine Fee oder was? Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich habe die Hüter öfters davon reden hören. Das Ritual der Jahreszeiten kann ein Leben verändern. Wenn das wahr ist, könnte es das meine ändern. Und das deine auch. Ich könnte endlich das Heiligtum verlassen. Und du könntest, ich weiß auch nicht, du könntest all deine Träume wahr werden lassen. Du hast doch Träume, oder? So einige. Mein liebster Traum ist, ein Haus in Norwegen zu haben. Wenn ich in Rente bin. Wird mein Traum wahr. Huch, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh je. Wir sind erwischt worden. Was? Oh mein Gott. Uhulu. Erstmal hier verstecken? Nein. Was ist das? Was könnte denn der... Zu welchem Hüter gehen wir jetzt eigentlich? Herbst? Winter? Ist das eklig. Eine Eule vielleicht? Achtung, kleine Knospe. Du betrittst gleich das Gebiet des Hüters des Herbstes. Des Herbstes. Er kann manchmal unberechenbar sein. Pass auf, dass er euch nicht wehtut. Dir und deinem Fuchs. Du Scheiße. Was ist das denn dann für eine Eule? Ist bestimmt eine Eule. Was anderes. Aber auf jeden Fall ein Vogel. Es kann fliegen. Ja, Federn. Ein Storch. Wenn du den Wind pfeifen hörst, dann kann der Hüter nicht mehr weit sein. Pass gut auf. Ja, ich höre den Wind pfeifen. Ich sag doch, was ist das? Sieht aus wie ein Storch. Könnte es ein Storch sein? Jetzt macht er erstmal Haier. Haben wir das auch geschafft? Den kann ich nicht anspringen, aber wir können jetzt. Jetzt haben wir Herbst. Oh, schön. Sieht gut aus. Ah. Aber Wasser ist. Nee, warte.
Genau so, genau, 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 genau. Nein, 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 nein. Jetzt geht er rein. Haha. Nein! Ah! Okay, ich komme durcheinander. Und jetzt nicht nochmal bellen. Das ist cool. Okay, klar, Pfützen, logisch. Ah. Ich komme hier definitiv nicht durch. Aber... Okay, ich bin jetzt ziemlich überfragt. Ach so, das muss ich mit Wasser. Vollsaugen. Jetzt kann es natürlich nicht so schnell. Sehr gut. Der Hüter des Herbstes ist endlich eingeschlafen. Es besteht keine Gefahr mehr. Folge dem Fragment, das er dir gegeben hat. Es weiß genau, wie es zum See zurückkommt. Alles klar. Okay, aber ich muss jetzt erstmal Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.